Und damit begrüße ich euch zurück zur europäischen Weltmeisterschaft der Frauen. Wir spielen jetzt gegen die Elfenbeinküste, ebenfalls jetzt in der EU. Also, das läuft doch schon mal. Wir machen das nächste Match, die Ivory Coast. Von den Werten jetzt nicht ganz so gut. Sie haben fast überall nur einen Stern. Na gut, zwei Sterne im Angriff. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins Spiel. Wir nehmen das Spiel direkt in Angriff. Publikum ist begeistert. Batman ist diesmal im Publikum. Und wieder diese gelben Entchen, die mich sehr verwirren. So, ich würde sagen, mindestens 2-3-0 sollten wir das gewinnen. Okay, eine blonde Weiße spielt bei der Ivory Coast im Sturm. Das ist etwas merkwürdig. Nehmen wir aber mal so hin. Wahrscheinlich ist das sogar korrekt so eingebürgert worden. So, Alexandra Popp am Ball. Sie läuft und läuft und läuft und schießt und macht das 1-0 für Deutschland. Also komm, es läuft doch hier. Es läuft quasi aus allen Öffnungen. Alexandra Popp freut sich. Da ist der Name Programm. Aber natürlich auch wieder ganz schwache Leistung der Torhüterin. Den hätte Manuel Neuer mit der Kappe gefangen, die er nicht aufhat. Selbst ohne Reklamierarm hätte er den gehabt. Warum spielen die denn den Ball hoch zurück in die eigene... Man muss es nicht verstehen. Ich glaube, die Torhüterin hält eh keinen Ball. Oh, der war an der Latte. Ah, die Latte gestriffen. Erotische Sätze. Komm, du schießt den Ball einfach hoch nach vorne. Die verlieren den doch eh. Hallo. Boah, den hat sie gehalten. Der ging aber auch direkt auf die Nuss. Das, wie gesagt, mit den Ecken, das habe ich noch nicht so drauf. Komm, hin. Oh, die Torhüterin. Also das muss hier zweistellig ausgehen. Die Ivorinnen, Ivorerinnen, die Elfenbeinküstlerinnen sind wirklich ganz, ganz schwach. Dann laufen wir einfach gerade durch und lassen uns den Ball abnehmen. Holen ihn zurück. Melanie Behringer, die hat einen ordentlichen Bums. Wenn wir da aus der Ferne drauf schießen, dann macht die Torhüterin wieder so einen Murks und es gibt Eckball. Wo ich eh wieder nichts draus mache. Jetzt, komm! Ah, ich habe alle Knöpfe gedrückt. Aber wieder zurück, erkämpft. Und Druff! Druff! Druff, Druff, Druff! Julian Struff. Jan-Lennart Struff heißt er, nicht Julian. Och, um Gottes Willen. Was das denn für ein Querschläger? Da wäre beinahe der Ausgleich gefallen. Komm, gib her. Kannst eh nichts damit anfangen. Ach, das gibt's doch nicht. Sag mal, wo ist denn meine Verteidigung? Ohne Nadine Angerer könnten wir schon längst nach Hause fahren. Wäre die Europameisterschaft für uns vorbei. Ja, Sekretär. Steht immer einer im Weg. Das ist einfach... Der Gegner sollte eh nicht mitspielen. Es wäre viel einfacher. Fußball ohne Gegner. Das wäre super. Jetzt läuft immer die eigene Frau da vor die Flinte. Vor allem die eigene Frau läuft mir vor die Flinte. Die letzten Worte von Ernest Hemingway. So, komm. Jetzt aber. Und in die Mitte ziehen. Komm, hier, mach den Robben und rein damit. Ja, doch, der war doch drin. Das ist doch nicht zu fassen. So, aber jetzt nochmal. Das ist das vierte Mal Latte. Ja, aber jetzt. Einfach mal ins Tor reingelaufen beim Abstoß. Melanie Behringer hat den Ball auch noch am Fuß. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Spektakel ohne Ende. So, da haben wir direkt auch wieder Anstoß, weil wir ja gerade ein Tor geschossen haben. Das macht Sinn. Ah, oh, was ein Trick hier, was ein Trick. Und rein damit. Ja, unter die Latte geköpft. 3-0 für Deutschland. Headshot. Lena Meyer-Landrut hat einfach mal mit dem Head geschottet. Also wir nehmen dieses Spiel hier auseinander. Man darf nicht vergessen, wir spielen das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und das ein Spiel, das für achtjährige Kinder konzipiert wurde. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auch eine Formulierung, die man beim Frauensport nicht unbedingt nehmen sollte. So, komm hier. Hol ihn dir und rein damit. Du musst generell aufpassen bei der Formulierung. Oh, 4-0. Ach Mensch, jetzt wird's aber bitter. Jetzt wird's bitter, da kennt die Lena auch keinerlei Gnade bei der Europameisterschaft. Hat die Elfenbeinküste auch historisch noch nie besonders gut abgeschnitten, muss man sagen. Ich habe hier gerade die Statistik offen liegen. Das ist die erste Teilnahme für die Elfenbeinküstler. Ach, das ist natürlich... Fakten, Fakten, Fakten. Das sind die Fake News, die ihr auf meinem Kanal bekommt. Ich lasse die jetzt mal durchlaufen.
Also auch die Fake News. Huch. Ich hab den Ball, gib mal her, du kannst eh nichts damit machen. Und die grätscht. Na, grätscht doch! Okay, dann lauf ich halt so, dann lauf ich so und dann verliere ich den Ball. Okay, das sollte man nicht machen. Hallo, ich habe überhaupt kein Mittelfeld, habe ich das Gefühl. Oh! Das war knapp. Da wäre beinahe der verdiente Anschlusstreffer gefallen. Okay, es geht keiner zum Ball, ist auch schwierig. Ui, die ist drüber gesprungen. Jetzt kommen die Ivorerinnen, die mindestens so stark sind wie die Simbabwerinnen damals. Und komm, nein. Wichtig ist immer, dass sie eine schwache Torhüterin haben. Wo ist denn mein Mittelfeld? Die Abwehr steht immer hinten drin. Boah, was eine Parade. Man sollte hier auf jeden Fall noch Abseits einführen. Okay, da sind ganz schön viele. Und? Na, schon. Diesmal war die Latte nicht dabei. So, komm, wer ist es? Saskia Batusiak. Haut da nochmal drauf. Oh, da hat sie mal den Ball gut gehalten, die Teuterin. Normalerweise ja auch Mrs. Butterfinger. Und jetzt nochmal. Oh, da ist wieder Lena. Die haut immer gut drauf. Oh, da beinahe das 5-0. Aber wir wollen sie jetzt ja auch nicht vorführen. Oh, hupsa. Na komm. Komm her, gib den Ball. Dankeschön. Steht die eigene Frau im Weg? 5-0. Simone Lauder. Da fordere ich jetzt auf, ein bisschen Lauder zu sein. 5-0, die Simone. Hab schon immer gesagt, die Simone, die kann's einfach. Ein sehr lauterer Mensch. So, komm. 10 Minuten noch. Das läuft doch hier wie geschnittenes Brot. Und bums. Huch. Ich denke manchmal, ich hätte den Ball. Das ist eine gute Taktik, den Ball hoch in die eigene Hälfte zu spielen. Haben wir einen ordentlichen Schuss. Der war schon wieder an der Latte. Sagen wir, die Torhüterin spielt gerne mit der Latte. Das ist nicht normal. Ja, komm, komm, den gönnen wir ihn. Ach, jetzt pfeift er ab. Das wollte ich gerade gönnen. Aber dann haben wir standesgemäß 5-0 gewonnen. Gewonnen, da ist wieder der Koreaner. Century Linked. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber jetzt sehen wir hier, bei der Europameisterschaft geht es jetzt in der nächsten Runde gegen China, auch in der EU. Rein wirtschaftlich macht das Sinn. Da freuen wir uns drauf. Sind überhaupt noch europäische Teams dabei? Die Schweiz ist noch dabei, die sind es auch im Viertelfinale. Deutschland, Frankreich, Spanien, Norwegen, England. Das war es dann aber auch. Also wir spielen gegen China bei der Europameisterschaft im Achtelfinale, das es gar nicht geben wird, sondern es wird ja direkt ins Viertelfinale gehen. Bin ich gespannt, wie es ausgeht. China sollten wir eigentlich als Favorit reingehen. Ich denke mal, nach einem 3-0 gegen Thailand und einem 5-0 gegen die Ivorer werden wir auch das wuppen. Und im Viertelfinale könnte dann Frankreich warten. Das könnte ja tatsächlich ein interessantes Spiel bei der Welteuropameisterschaft werden. Also bis zur nächsten Folge.